I am late for work. Ich bin zu spät zur Arbeit. I am late for work. Ich bin zu spät zur Arbeit. What time is it? Wie spät ist es? What time is it? Wie spät ist es? Can you wait a minute? Kannst du eine Minute warten? Can you wait a minute? Kannst du eine Minute warten? I have a meeting at 2. Ich habe einen Termin um 2. I have a meeting at 2. Ich habe einen Termin um 2. It's time for dinner. Es ist Zeit für das Abendessen. It's time for dinner. Es ist Zeit für das Abendessen. He is always on time. Er ist immer pünktlich. He is always on time. Er ist immer pünktlich. I wake up at 6. Ich wache um 6 auf. I wake up at 6. Ich wache um 6 auf. We have class at 9. Wir haben um 9 Uhr Unterricht. We have class at 9. Wir haben um 9 Uhr Unterricht. She arrived early today. Sie ist heute früh angekommen. She arrived early today. Sie ist heute früh angekommen. It's past midnight. Es ist nach Mitternacht. It's past midnight. Es ist nach Mitternacht. My flight is at 8. Mein Flug geht um 8. My flight is at 8. Mein Flug geht um 8. They are coming at noon. Sie kommen am Mittag. They are coming at noon. Sie kommen am Mittag. I'll be there by 3. Ich bin um 3 da. I'll be there by 3. Ich bin um 3 da. Time flies quickly. Die Zeit vergeht schnell. Time flies quickly. Die Zeit vergeht schnell. She's taking a break. Sie macht eine Pause. She's taking a break. Sie macht eine Pause. It's a quarter to 9. Es ist Viertel vor 9. It's a quarter to 9. Es ist Viertel vor 9. The store closes at 10. Der Laden schließt um 10. The store closes at 10. Der Laden schließt um 10. We'll meet at sunset. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang. We'll meet at sunset. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang. I'll see you at dawn. Wir sehen uns im Morgengrauen. I'll see you at dawn. Wir sehen uns im Morgengrauen. The clock is ticking. Die Uhr tickt. The clock is ticking. Die Uhr tickt. It's nearly bedtime. Es ist fast Schlafenszeit. It's nearly bedtime. Es ist fast Schlafenszeit. We have a deadline. Wir haben eine Frist. We have a deadline. Wir haben eine Frist. She needs more time. Sie braucht mehr Zeit. She needs more time. Sie braucht mehr Zeit. The bell rang at 3.
Die Glocke läutete um drei. The bell rang at three. Die Glocke läutete um drei. It's a half hour break. Es ist eine halbe Stunde Pause. It's a half hour break. Es ist eine halbe Stunde Pause. Time is running out. Die Zeit wird knapp. Time is running out. Die Zeit wird knapp. We're running late. Wir sind spät dran. We're running late. Wir sind spät dran. I'll be there shortly. Ich bin in Kürze da. I'll be there shortly. Ich bin in Kürze da. The sun sets at 7. Die Sonne geht um 7 unter. The sun sets at 7. Die Sonne geht um 7 unter. We're almost there. Wir sind fast da. We're almost there. Wir sind fast da. Can we start now? Können wir jetzt anfangen? Can we start now? Können wir jetzt anfangen? It's a new day. Es ist ein neuer Tag. It's a new day. Es ist ein neuer Tag. What time do you open? Wann öffnen Sie? What time do you open? Wann öffnen Sie? He's early for once. Er ist ausnahmsweise mal zu früh. He's early for once. Er ist ausnahmsweise mal zu früh. We're in a rush. Wir sind in Eile. We're in a rush. Wir sind in Eile. I'm free after 5. Ich bin frei nach 5. I'm free after 5. Ich bin frei nach 5. The meeting ends at 4. Das Treffen endet um 4. The meeting ends at 4. Das Treffen endet um 4. I'll be back in an hour. Ich werde in einer Stunde zurück sein. I'll be back in an hour. Ich werde in einer Stunde zurück sein. We'll meet at noon. Wir treffen uns am Mittag. We'll meet at noon. Wir treffen uns am Mittag. Time heals all wounds. Zeit heilt alle Wunden. Time heals all wounds. Zeit heilt alle Wunden. We have to hurry. Wir müssen uns beeilen. We have to hurry. Wir müssen uns beeilen. I need more time. Ich brauche mehr Zeit. I need more time. Ich brauche mehr Zeit. They are arriving in a bit. Sie kommen in Kürze an. They are arriving in a bit. Sie kommen in Kürze an. It's a minute past 10. Es ist eine Minute nach 10. It's a minute past 10. Es ist eine Minute nach 10. The train departs at 8. Der Zug fährt um 8. The train departs at 8. Der Zug fährt um 8. I work until 5. Ich arbeite bis 5. I work until 5. Ich arbeite bis 5. The concert starts at 7.
Das Konzert beginnt 7. The concert starts at 7. Das Konzert beginnt 7. Can you come at 2? Kannst du 2 kommen? Can you come at 2? Kannst du 2 kommen? The time is ticking away. Die Zeit vergeht. The time is ticking away. Die Zeit vergeht. I have to leave at 3. Ich muss 3 los. I have to leave at 3. Ich muss 3 los. Monday is the first day. Montag ist erste Tag. Monday is the first day. Montag ist erste Tag. Tuesday is the second day. Dienstag ist zweite Tag. Tuesday is the second day. Dienstag ist zweite Tag. Wednesday is the middle day. Mittwoch ist mittlere Tag. Wednesday is the middle day. Mittwoch ist mittlere Tag. Thursday is the fourth day. Donnerstag ist vierte Tag. Thursday is the fourth day. Donnerstag ist vierte Tag. Friday is the fifth day. Freitag ist fünfte Tag. Friday is the fifth day. Freitag ist fünfte Tag. Saturday is the sixth day. Samstag ist sechste Tag. Saturday is the sixth day. Samstag ist sechste Tag. Sunday is the seventh day. Sonntag ist siebte Tag. Sunday is the seventh day. Sonntag ist siebte Tag. January is the first month. Januar ist erste Monat. January is the first month. Januar ist erste Monat. February is the second month. Februar ist zweite Monat. February is the second month. Februar ist zweite Monat. March is the third month. März ist dritte Monat. March is the third month. März ist dritte Monat. April is the fourth month. April ist vierte Monat. April is the fourth month. April ist vierte Monat. May is the fifth month. Mai ist fünfte Monat. May is the fifth month. Mai ist fünfte Monat. June is the sixth month. Juni ist sechste Monat. June is the sixth month. Juni ist sechste Monat. July is the seventh month. Juli ist siebte Monat. July is the seventh month. Juli ist siebte Monat. August is the eighth month. August ist achte Monat. August is the eighth month. August ist achte Monat. September is the ninth month. September ist neunte Monat. September is the ninth month. September ist neunte Monat. October is the tenth month. Oktober ist zehnte Monat. October is the tenth month. Oktober ist zehnte Monat.
November is the 11th month. November ist der 11. Monat. November is the 11th month. November ist der 11. Monat. December is the 12th month. Der Dezember ist der 12. Monat. December is the 12th month. Der Dezember ist der 12. Monat. Today is Monday. Heute ist Montag. Today is Monday. Heute ist Montag. Tomorrow is Tuesday. Morgen ist Dienstag. Tomorrow is Tuesday. Morgen ist Dienstag. Yesterday was Sunday. Gestern war Sonntag. Yesterday was Sunday. Gestern war Sonntag. What day is it today? Welcher Tag ist heute? What day is it today? Welcher Tag ist heute? What is the date today? Der wievielte ist heute? What is the date today? Der wievielte ist heute? What day comes after Wednesday? Welcher Tag kommt nach Mittwoch? What day comes after Wednesday? Welcher Tag kommt nach Mittwoch? What day comes before Monday? Welcher Tag kommt vor Montag? What day comes before Monday? Welcher Tag kommt vor Montag? What month are we in? Welchen Monat haben wir? What month are we in? Welchen Monat haben wir? When is your birthday? Wann ist dein Geburtstag? When is your birthday? Wann ist dein Geburtstag? My birthday is in May. Mein Geburtstag ist im Mai. My birthday is in May. Mein Geburtstag ist im Mai. I have an appointment on Friday. Am Freitag habe ich einen Termin. I have an appointment on Friday. Am Freitag habe ich einen Termin. We're going on vacation in July. Wir fahren im Juli in den Urlaub. We're going on vacation in July. Wir fahren im Juli in den Urlaub. I'm busy next week. Ich bin nächste Woche beschäftigt. I'm busy next week. Ich bin nächste Woche beschäftigt. I work on Saturdays. Ich arbeite samstags. I work on Saturdays. Ich arbeite samstags. I usually sleep late on Sundays. Sonntags schlafe ich meistens lange. I usually sleep late on Sundays. Sonntags schlafe ich meistens lange. I study every day. Ich lerne jeden Tag. I study every day. Ich lerne jeden Tag.